Meine Umzugswoche beginnt morgen und ich sollte ein bisschen Kontext geben. Und zwar ziehe ich von Köln nach Berlin, aber ich befinde mich schon in Berlin und auch schon seit ganzen 3 Monaten, weil ich eigentlich nur 3 Monate hier bleiben sollte, von August bis Ende Oktober, sich aber relativ schnell festgestellt hat, dass ich hier bleiben möchte. Und deswegen fahre ich morgen zurück nach Köln, um dann in einer Woche meinen gesamten Umzug zu machen. Alles zu packen, alles zu verkaufen, was verkauft werden muss. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, zurückzufahren, weil ich jetzt schon seit 3 Monaten hier lebe und ich mich hier sehr zu Hause fühle. Ich werde ab morgen erstmal alles organisieren, alles planen und nächste Woche Sonntag fahren wir dann mit dem Transporter von Köln nach Berlin. Ich habe auch irgendwie sehr keine Lust gehabt zu fahren, also nach Köln wieder. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, der Stadt nochmal Tschüss sagen zu können, die Leute nochmal zu sehen, die ich dort kenne und dann hier anzukommen mit all meinen Sachen. Und ich freue mich sehr, meine Hobbys wieder aufnehmen zu können, die ich jetzt irgendwie alle so ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich einfach nicht so viele Sachen hier habe. Ja. Let's go to sleep. Au. Hallo. Die waren todeshässlich. Warum habe ich die jemals getragen? Ich verstehe es nicht. Ich traue mich nicht mehr, sowas zu tragen. Ich bin ehrlich, vielleicht kann ich das an meine Mitbewohnerin abgeben. Es ist wieder diese Zeit gekommen, wo ich einfach in meinem Onesie lebe. Oh, der ist bestimmt noch gut. Nice. Scrunchies. Scrunchies. Ein Pisspot. What the fuck? Ich schlafe hier so lange wie ich kann. Einfach nur, damit ich Zeit kille. I think this is called depression. Ich will einfach wieder nach Hause. Und ich merke jetzt einfach so im Vergleich so hart nochmal, wie unglücklich ich hier bin und war auch. Ohne es wirklich eingestehen zu wollen. So, mir ging's so schlecht hier. What the fuck? Ich versuche, einen Überblick zu behalten über dieses Chaos. Aber es ist basically unmöglich. Und ich habe nicht genug Platz, mir Sachen hinzustellen. Die Kartons. Wohin? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mittlerweile etwas Ordnung in mein Zimmer gebracht bekommen. Mir ist heute leider ein Nagel abgebrochen. Aber das ist okay, ich wollte die eh rauswachsen lassen, damit ich wieder Klavier spielen kann. Yes! Ich habe meine Pflanzen sortiert. Ich habe Kartons gepackt. Ich habe noch mehr Kartons gepackt. Das Regal ist leer. Die Kommode ist leer. Der Schrank ist obviously auch leer. Es ist überhaupt nicht mehr so viel. Das Einzige, wovor ich wirklich komplett Angst habe, ist der Keller. KB. Thank you.
Guten Morgen, liebes Videotagebuch. Ich befinde mich gerade in Casa de Papa, penne zwei Nächte meinem Dad, einfach weil in meiner Wohnung gerade einfach kopfüber ist und es irgendwie sehr anstrengend alles war. Deswegen habe ich mich hier ein bisschen zurückgezogen. Heute ist Donnerstag. Ich penne zwei Nächte hier und Samstag mache ich dann noch Keller und Küche fertig in Köln. Und dann ist Sonntag der Umzug. Und es ist irgendwie alles gerade sehr crazy, weil wenn man mir vor ein paar Monaten gesagt hätte, dass ich nach Berlin ziehe, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Ich dachte immer so, okay, nach dem Studium. Aber dann dachte ich mir so, okay, warum denn nach dem Studium, wenn ich auch jetzt schon hin kann und mein Studium eh online ist. So, es hält mich nichts in Köln. Und deswegen, adios, bitches. Auf nach Berlin City. So how do you get big? How do you become the next big day in my life YouTuber? Okay, der Umzug ist schon vorbei. Es war sehr stressig, die letzten Tage waren auch sehr stressig. Es ist jetzt zwei Tage her, dass der Umzug vorbei ist. Und also ich bin vor zwei Tagen umgezogen und mein Zimmer ist fertig. Mittlerweile ist die erste Woche nach dem Umzug rum. Ist es erst eine Woche rum? Ich schwöre, ich habe no conception of time anymore. Ich dachte, ich gebe jetzt gerade einfach nochmal so generell ein kleines Live-Update, weil zu einem Umzug gehört ja nicht nur ein örtlicher Wohnungswechsel. Es gehört irgendwie auch noch so ein bisschen mehr dazu. Ich wollte einfach ein bisschen drüber reden, dass es mir zur Zeit nicht so gut geht und dass es aber auch in Ordnung ist. Vor allem mit diesen ganzen Veränderungen im Äußeren findet ja auch viel Veränderungen im Innen statt und es ist einfach schwierig, sich neu anzupassen und anzukommen. Ja, zum Beispiel, was heute auch ansteht, ist, dass ich heute das zweite Gespräch habe mit einer neuen Therapeutin hier in Berlin. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob ich mit ihr arbeiten kann oder nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich wohlfühle mit ihr oder nicht. Und das sind halt auch so Sachen, die mir einfach Angst machen. Oder halt einfach für, ja, Unstimmigkeit gerade sorgen. Ja, einfach, keine Ahnung, so, you know. Ich fühle mich einfach noch nicht ganz angekommen, obwohl ich schon seit 3 Monaten hier bin. Aber es ist halt einfach jetzt so, in meinem Hinterkopf ist immer noch so dieses Gefühl von, ich gehöre eigentlich woanders hin oder ich muss wieder zurück. Weil es halt einfach für 3 Monate so war. Und jetzt muss ich erstmal realisieren, so, nein, jetzt ist es hier so für immer. Also nicht für immer, aber also so lange, wie ich halt möchte. Aber ich kann halt hier bleiben und ich muss nirgendwo hin. Des Weiteren habe ich gerade eine Streampause eingelegt. Und da möchte ich auch kurz einfach mal was zu sagen, beziehungsweise meine Gefühle, meine Gedankengänge dazu äußern. Weil ich habe das Gefühl gehabt, es war dringend nötig, mal eine Pause zu machen. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich durfte mir keine Pause nehmen, weil ich dieses Jahr schon so viele Pausen hatte. Ich hatte Anfang des Jahres eine Pause, weil ich umgezogen bin und kein Internet hatte. Dann war ich in Berlin, hatte eine Pause, wieder ein Umzug, kein Internet. Dann war ich krank. So, ich hatte so viele Pausen vom Stream dieses Jahr, dass ich dachte, nein, ich darf doch nicht nochmal mir eine Auszeit nehmen. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, diese ganzen Pausen, die ich hatte, waren gar keine Pausen. Da hatte ich halt andere Probleme, um die ich mich kümmern musste. Und da hatte ich auch gar keine Zeit oder Energie, mich um andere Dinge zu kümmern. Und ich glaube, das ist halt zurzeit voll wichtig, dass ich mir mal wieder die Zeit nehme, mich um andere Projekte zu kümmern. Sei es jetzt meine Bachelorarbeit oder dass ich einmal ein Buch schreibe oder dass ich male oder nähe oder keine Ahnung, irgendwie gibt so viele Dinge, die ich gerne machen würde und gerne ausleben würde, für die ich aber irgendwie keine Zeit habe, wenn ich halt streame. Und das mit dem Stream war halt irgendwie auch so eine Downward Spiral, weil ich war schon an einem Punkt, wo ich so wenig Energie hatte und so uninspiriert war und dann aber trotzdem immer weiter gestreamt habe und dadurch immer energieloser wurde und auch mich selbst immer mehr verurteilt habe, weil ich halt gemerkt habe, dass meine Streams nicht mehr so gut sind, wie sie es mal waren und auch vom Inhalt her einfach langweilig geworden sind und uninspiriert gewirkt haben, auch auf mich selber. Wir haben heute den
22. November. Ich habe mir vorgenommen, am 1. Dezember wieder zu streamen, zum Stream-Adventskalender. Und bis dahin habe ich vielleicht auch einfach ein paar neue Ideen und weiß, was ich machen möchte. Oder, keine Ahnung, fange dann halt einfach langsam wieder an, reinzukommen und konzentriere mich dann wieder aufs Stream. Aber jetzt gerade mache ich andere Dinge. Ich habe zum Beispiel auch kurze Promo, meinen Etsy-Shop wieder eröffnet und ich biete jetzt wieder Leseknochen an. Also ich nähe ja Leseknochen, das sind so Kissen, die du dir in den Nacken tun kannst und die haben so eine coole Knochenform und dadurch kannst du halt zum Beispiel deinen Arm so geil da drunter legen, während du deinen Kopf drauflegen hast. Okay, ich habe nicht so viel Platz, das hier zu demonstrieren. Meine Mama hat mir damals halt eins genäht und es war halt die ganze Zeit in meinem Bett und immer wenn ich Besuch hatte, waren die Leute so, oh mein Gott, das ist das beste Kissen. Ich klaue dir das, ich will auch so eins. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann fange ich einfach selber an, welche zu nähen. Und jetzt verkaufe ich sie wieder, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, falls ihr euch selber zu Weihnachten beschenken wollt. Ich mache nichts fertig. I need to go to Sedapie.